So, hallo, hallo, willkommen, hello and welcome. Super spontaneous, not even close to a warm-up. Aber, weil ich ja nicht fahren kann, ohne Rennen zu fahren, muss es jetzt sein. Bin schon lang, werde ich wahrscheinlich bis zum Ende fahren, mal gucken. Habe ich hier eigentlich alles? Also wir haben letztens gemerkt, das hat nicht funktioniert. Was hat nicht funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Alles hat nicht funktioniert. Eigentlich habe ich auch gar nicht so viel Bock, muss ich sagen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Mal im A-Rennen, Alter. Auf der Flat Route. AO Cycling, hello. Hallihallo, guten Tag, mal sehen, wer noch kommt. Wenn jemand kommen sollte, würde mich das freuen, weil das natürlich ein bisschen an für die Motivation tut. Ich hätte mal geprüft, alle Batterien sind voll eigentlich, aber das heißt ja heutzutage nichts mehr. Frisch. Weiß ja nicht mal, ob das hier Dings gibt. Wie heißt es? Wie heißt das? Power-Ups, genau. Also Puls kannst du vergessen. Wird irgendwann kommen vielleicht. Irgendwas ist hier komisch. Jetzt aber erstmal Konzentration. Es sind ja richtig viele Leute, sag mal. Wir hoffen, dass es hier nicht zu doll losgeht. Ja, das ist so many people. Aber wir machen erstmal locker, okay? Easy. He's an easy lover. Didi 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 didi. Zwei Minuten noch. Mann? Das ist ja unfassbar viel. Ich mir hier irgendwas. Was habe ich denn hier getan? Gibt es nicht eine Alternative? Ein großes Blatt drauf.
Na gut, ich könnte hier nochmal Bologna Time Trial. Da würde ich mich erst warm fahren. Obwohl, ist auch zu hart. Flaches Rennen gibt's noch. Duathlon Series, Crit City. Wir gucken mal, wie das hier läuft. Wenn das zu krass ist, machen wir was anderes. Das nicht heißt, dass wir nichts Krasses immer machen, aber irgendwann muss man auch mal ein bisschen Pause machen. Ne? Jetzt fahre ich auch nicht alles. Mal gucken. Swift Riders, Swedish Swifter sind da. Skyroger. Achso, also. Alex Dowsett. Great. Thanks, Brad. Fleetwood, Curti. Danke, Gunnar. Ich denke mal, es wird hier gleich beim ersten Mal hoch. Wird man sehen, was passiert. Vorne geht es nämlich gleich runter und rechts einen kurzen Kicker. Wenn du vorne bist, bist du nicht hinten. Das heißt,
genug Platz, um nach hinten zu rutschen. Das sieht sehr schön. Geht langsam los. Danke, Jan. Sehr schön. Hey, Ryan Montgomery. Was für ein cooles Rekord. BC Bike. Thank you.
Alex Dowsett. Immer bis zum Ende der Leitplanke, wenn man noch Schwung aufnehmen kann.
Lass den mal fahren da vorne. Gewonnen.
ziemlich starke Leute hier dabei. Natürlich, wenn Alex Zaus hätte, der jetzt natürlich Giro-Etappensieger, schon Weltrekordler, Typ einfach ist. Super Typ. Versucht mich hier zu verstecken. Es ist auch unmöglich, mal zu fahren. Hat ja bisher ganz gut geklappt, hier in der großen Gruppe zu bleiben, sobald es reißt. Also richtig jetzt angekommen. Aber es ist eine riesengroße Gruppe und es ist lang. Von daher glaube ich, bin jetzt relativ weit hinten in der Gruppe. Aber hier passiert in der Regel nicht viel. Wenn dann den Kicker oder die Serpentinen hoch. Ja, die Serpentinen hoch. Danke. Und ihr seht, die ganzen. Alle fahren nicht wirklich super doll. Aber ist schon okay so. Plastic Cock. Cockbus. Ich hab die ganze Zeit nicht gestreamt. Das wird wahrscheinlich sein. Egal. Thanks, Deborah.
Tag, André. Danke, Jan.
Ganz locker bleiben. Ja, hat's euch. So. Alle easy hier. Jetzt haben sie endlich alle B-Fahrer weg, sagen sie. Naja, ist nicht mein Ziel gewesen. Schon ein bisschen auseinander, aber passiert jetzt glaube ich nichts mehr. Bis zum nächsten Anstieg. Beim nächsten Anstieg wird es wieder knallen. Ich denke, wir müssen ein bisschen nach vorne zu rollen, nachher jetzt hier mit wenig Aufwand. Das war schon ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Wenn die richtig fahren, ist vorbei. Aber du siehst ja, alle rollen relativ gut zusammen. Wir wissen ja auch, wie es geht. Da vorne, aber das macht man. Jarvis Tree. Und dann gucken wir mal. Versuchen wir mal hier vorne zu halten tatsächlich. Auf jeden Fall. Eigentlich müsste das jetzt die Runde sein, die locker läuft. Ja. Nächstes ist die
locker zur Runde von 9 meistens. Schon mal runterrochen. Noch einer. Ein U-Boot, Schiff U-Boot. Hey, Bora. Danke. Danke fürs Zugucken. Ja, ich glaube, dass die Runde hier die Runde ist, die eigentlich am lockersten sein sollte. Nachher wird es halt härter. Jetzt ist eigentlich der Punkt, die nächsten 6-8 Minuten, die relativ doll sein können. Und spätestens in der nächsten Runde wird hier wahrscheinlich eine Entscheidung fallen. Aber es will noch keiner. Ich glaube, die Gruppe ist noch ziemlich groß, immer ist einer frisch. Schön rechts auf die Zahlen gucken. Dafür sorgen, dass man nicht zu weit hinten ist. Weil es kostet nämlich viel Kraft nachher, das Ziel zu fahren. Normalerweise gibt es ein bisschen mehr Action, dafür bitte subscriben und den Kanal abonnieren, Glocke anmachen. Immer dienstags, donnerstags sind meistens die Liga-Rennen ab Mitte Januar. Das ist jetzt hier alles Freestyle. Wo gerne Attacken gehen, sieht man ja auch schon. Über den Hügel rüber noch. Dann
man halt beim Bergabfahren den, die Trainer Difficulty zu hoch hat, hat man einfach keine Gänge mehr. Deswegen fahre ich so auf 15-20%, was ich zwar schon noch die Steigung merke, aber auch bergab noch treten kann. Wenn das eine lockere Runde war, würde es jetzt am Power-Uphill wahrscheinlich ziemlich heftig werden. Das ist der Hügel so 200 Kilometer vor der, vom Ziel. Heute gibt es keine Power-Ups. Trotzdem heißt der Hügel so. Heißt es auch, nicht zu weit hinten sein. Immer bis zum Ende der Leitplanke fahren. Antreten. Ich muss noch die Zahlen der anderen gucken. Das 2 Sekunden Verzögerung kann schon aber nicht zu weit vorne. Danke, Markus. Wie Alex Dauslitz schon mit dem Motorrad fährt.
So, war jetzt länger ruhig, als ich dachte tatsächlich. Jetzt halt, wenn man ja, kann ich natürlich machen, solange ich noch geht. 1987 Tour de France Start in Berlin auf der Heerstraße Mannschaftszeitfahren. Stand ich mit meinem Vater und habe mir das Mannschaftszeitfahren angeguckt. Da hat es angefangen. Kann ich dir ganz genau sagen. Und jetzt 33 Jahre. Her. Das war mein erstes Rennen, Einzelzeitfahren, Berliner Meisterschaft auf dem Kronprinzessinweg. Da war ich Zweiter. Vor zwei Monaten in den Senioren-3-Rennen, Einzelzeitfahren, war ich Dritter. Quasi von vorn nach hinten. Eine ganze Weile Radrennen natürlich. Straße, Bahn, Cross, 4000 Meter Einerverfolgung, 90er Jahre. Das war 93, der erste Triathlon, 1997, danke wieder, ersten Ironman und so weiter und so weiter. Hab ich gehört, wie viel. Bevor ich jetzt den Link zur Website in den Chat poste, dass ich mal lieber nicht abhänge. Der Check gerade weg, aber ist egal. Es wird interessant, dass die Überholbar große Gruppe sorgt oft für Verwirrung. Da gibt es alles andere. Cora, da im Chat, das ist der Link zur Website. Ich versuche mal mich nicht abhängen zu lassen hier. Aber jetzt
nämlich die Attacke vorne gleich. Erstmal locker bleiben. Ich geh gleich wieder hoch hier, die Serpentin. Danke. Hier eine Gruppe aufpassen. Oder alle sparen die Kraft für nächste Runde hier. Kann natürlich auch sein. Können wir gleich sehen. Gleich. Thank you.
2011 hatte ich einen Ermüdungsbruch im Schienbein, weil ich mein Laufziel umgestellt habe und nicht früh genug rausgenommen habe. Habe ich 8 Wochen Laufpause. Und dann bin ich meine Bestzeit im Ironman gemacht bis dato. Okay, war ich nochmal schneller. Aber die Laufpause, seitdem laufe ich auch nicht mehr so viel und laufe schneller, auch über längere Distanzen. Tipp ist, sobald ein bisschen was ist, aufhören, rausnehmen. Meistens steigern die Leute zu schnell Umfänge und Intensitäten. Also es waren 8 Wochen. Das Geheimnis ist ja auch, über die Jahre hinweg nicht alle 2 Wochen 5 Stunden zu fahren, sondern 10 mal 1 Stunde oder 10 mal 1,5. Konsistenz ist das Zauberwort über die Jahre. Ausdauersport geht über Jahre. Danke, Gunnar. Danke, Gunnar. Danke, Gunnar. Tag. Fußen, Tag. Raue. Letzte Runde. Ja, das ist halt, das Ziel ist es, lange das machen zu können und nicht zu übertreiben, es bringt nichts mehr. Gerade jetzt im längeren, fortgeschritteneren Sportathletenalter passiert nicht mehr so viel. Und jedes Jahr, indem man das hält, was man vorher hatte, ist schon gewonnen. Es gibt noch die eine oder andere Verbesserung. Schläft mich zum Beispiel gerade ein, aber es sind alles keine Magie. Immer weitermachen. Rechtzeitig rausnehmen. Danke, Janis. Frohe Weihnachten. Ich kriege hier immer die Brille. Falls jemand das nicht interessiert. Ich gebe hier nochmal extra auf alles. Nochmal 10%. Wenn da schon 60 stehen, habt ihr nochmal 10. Oh Gott. Sonst jeden Dienstag, jeden Donnerstagabend ab Mitte Januar wieder Swift Racing League und WTRL Mannschaftszeitfahren 20.40 Uhr mit dem Berlin Hot Trains. Ich bin auch mal ziemlich schnell raus, wenn das Rennen vor Ende ist. Weil ich dann duschen muss, also nicht deswegen, aber weil ich dann schnell duschen möchte. Du wirst Weihnachten und so, also war jetzt trotzdem. Das Schöne an diesen längeren Rennen ist, die sind nicht ultra super hart, nicht 4,7 Watt hart, sondern wahrscheinlich werden es 4 sein heute. Ha, ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar. Das merkt man schon. So ein bisschen losgeht. Wird nicht mehr so einfach sein, nach vorne, ganz nach vorne zu fahren. Wenn dann die richtigen Leute anfangen zu fahren, ist hier eh Ruhe. Jetzt mehr denn je vorne fahren, damit ich ein bisschen nach hinten durchrutschen kann. Und am Ende
am Ende des Feldes bin. Und jetzt früher mein Coach gesagt, Trainer, Betreuer, fährst du vorne, fährst du nicht hinten. Ich denke mal, kurz vor der letzten Serpentine wird es losgehen und dann mein Power Uphill 100%. Ich kann halt nur sprinten. Ne? Aber eigentlich habe ich jetzt schon mehr erreicht, als ich die ersten zwei Runden dachte. Sebastian. Danke vorne. Thank you.
So, jetzt vorne mit Loch. Das wird schwer. Das ist auch für ihn vorne schwer. Hält er nicht. Danke, Sven. Na, ein Platz vor Alex Sauset, was soll ich dazu sagen? So, ein Platz vor Alex Sauset, kann man nicht meckern, glaube ich. Erstmal schnell das Ballon geben.
Und dann bin ich fertig, bin ich raus für heute. Noch 300 Meter steige ich hier ab. So, nicht gewonnen. Und was, mein lieber Mann, zu viel. So, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Noch 200 Meter und dann bin ich weg. Dankeschön. Ihr könnt abonnieren, wie gesagt, mögen. Daumen hoch geben, dann freue ich mich. So, jetzt bin ich raus. Danke fürs Zugucken. Thank you.